Vorfeus heißt dieser Tischtennisroboter von Omron. Die neue Stufe der Mensch-Maschine-Interaktion in der Industriewelt 4.0. Und beide spielen nicht gegeneinander, sondern miteinander. Wir haben gerade diesen Tischtennisroboter gesehen. Kann man den kaufen? Kriegt man einen Messerabatt? Nein, den können Sie leider nicht kaufen. Das ist ein Messemodell, den wir eigens für die Messe gebaut haben. Und der einfach veranschaulichen soll, wie moderne Technik funktioniert. Und deshalb muss ich Sie leider enttäuschen, Sie können ihn weder kaufen noch einen Messerabatt bekommen. Das könnte ein Freund fürs Leben werden. Wird der Roboter in der Arbeitswelt zum besten Helfer und Freund des Menschen? Das ist im Grunde genommen unser Ziel. Und das wollen wir eigentlich auch mit dieser anschaulichen Darstellung bewerkstelligen. Schauen Sie, Roboter werden in der Zukunft eine ganz andere Rolle spielen, als sie es bisher getan haben. Handelsübliche Roboter wurden in Käfige gepackt und haben keine Kooperation mit den Menschen gehabt. Die kollaborativen Roboter arbeiten mit den Menschen zusammen. Und in der Tat sollen sie ein Freund des Menschen werden. Und dieser Roboter zeigt das ja auch ganz deutlich. Wir gehen auf die Verhaltensweisen des Menschen ein, wir berücksichtigen sie und machen nicht einfach nur Stereotyp unserer Arbeit. Und das ist die neue Generation von intelligenten Robotern, die die Arbeitswelt verändern werden. Industrie 4.0, was kann man sich darunter vorstellen? Das sehen Sie in dem Modell eigentlich sehr schön. Vom Sensor über die Kameras bis hin zum Roboter haben wir alles vertikal integriert, so wie man das nennt. Das heißt, alle Informationsflüsse vom Sensor hinauf bis ins Leitsystem sind alle einheitlich. Und das ist im Grunde genommen der Anspruch, den wir bei der Industrie 4.0 haben. Durchgängige Systeme, die eine digitale Verarbeitung aller Daten möglich machen. Und das ist hier gegeben. Hallo, was ist los? Ich habe beim Tischtennis verloren. Das wird schon wieder. Soll ich dich aufmuntern und tanzen? Oh ja,